Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13.2 und wir sind jetzt auf dem Weg zu Fett Krasmis Gegner da drüben. Also, ich hoffe, dass der jetzt nicht irgendwie großartig sonnenimmun ist und dass wir jetzt nicht allzu viel ändern müssen. Erstmal killen wir hier noch ein paar Gegner auf dem Weg. Bevor wir in den Kampf steigen, werden wir uns natürlich auch gleich nochmal ein bisschen um das Kristallium kümmern. Noel nochmal im Verheerer ein klein wenig aufrüsten, denke ich mal. Bei Brecher macht er ja bisher ganz gut. Und als kleine Gegenleistung gibt es dann natürlich auch... Hoppla, was war das denn? Achso, das sind die Tiere. Ja gut, kennen wir ja schon aus Erba. Ja, ich spreche mittlerweile auch schon fast richtig aus, glaube ich. Kristallkram. So. Ja, bevor wir uns dagegen dämmen, werden wir uns erstmal das Kristallium reinziehen. Wir sehen, hier vorne wird es der Fall sein. Wir kämpfen dann natürlich schön im düstersten Gewitter. So. Und wir... Achso, ja. Ich muss ja nochmal X drücken. Wie gesagt, wir prügeln uns jetzt mal den Verheerer hoch. Einfach, damit wir wieder den Schockbonus schneller hochkriegen. Falls wir überhaupt dort einen Schockbonus bekommen sollten. Achso, gut. Und bei ihr gehen wir den Brecher hoch, damit wir dann... auf Brecher auch mal ein bisschen mehr Schaden wieder machen. Oh, sie hat jetzt auch Ruiga erlernt. Das ist auch cool. Naja dann. Ab geht er. Ja, er scheint nett zu sein, der Gegner, ja. Scheint auch schon eine Menge auszuhalten. Ein paar Mal Ruin und Angriff hat ihm jetzt nicht so viel angetan, merke ich. Er macht auch nicht wenig Schaden. Darf ich gerade feststellen. Nein, er macht definitiv nicht wenig Schaden. Und er macht kontinuierlich Schaden. Super Rettung einfach mal ganz kurz. Ja, das hat was gebracht. Also wenn er Schaden macht, dann kontinuierlich und brutal. So. Wir wollen natürlich schnell in den Schock kriegen. Und wechseln jetzt auf Brecher. Um zu schauen, dass wir auch viel Schaden reinkriegen. Ich hoffe, das reicht auch. An Schaden, was wir ihm da jetzt eingondeln. So. Obwohl, das war Blödsinn. Wir machen das lieber so, weil Terra hat sicherlich die ein oder andere Blitzattacke und er sieht so aus, als ob er leicht blitzempfindlich wäre. Können wir uns mal ganz kurz angucken. Ja, seht ihr mal, oben links, Schwäche für Blitz. Und das ist schon mal ganz gut, weil Terra hat sicherlich den ein oder anderen coolen Zauber für uns parat. Aber den kriegt man auch recht schnell im Schock. Das heißt also, ich werde diese... diese Aktion, die ich gerade eben gemacht habe, hier auf... Au. Gut, super Rettung machen wir noch nicht, glaube ich. Jetzt machen wir super Rettung. Ja, super Rettung ist cool. Ist... Ups, das war das Falsche. Das wollte ich machen. Eine grüne Kette. Damit wir schnell den Schockzustand hochjagen können. Zack, zack. Und komm, der geht noch weiter, der geht noch weiter, der geht noch weiter. Das schaffen wir. Sag ich doch. Schockzustand und grüne Front. Zack, Gegner besiegt. Er hat nicht gerade schlecht Schaden verteilt, muss man sagen. Hab dafür aber natürlich schöne 5 Sterne kassiert. Kampf dauert 2 Minuten 14. Hätte ich nicht erwartet. Zeitvorgabe 5 Minuten 58. Ganz nett. Schauderkugel erhalten. Ladesequenz. Do you think this will fix the paradox? Yes. Now let's head back before Snow gets himself into more trouble. Why are you worried about him? What? No. Just figured you'd be itching to see him again. If there's one thing I know about Snow, it's that he's as tough as a behemoth. I don't worry too much when he's off on his own.
You know, I couldn't do what you two do. Staying apart and doing your own thing, even though you love each other. You never know when someone might disappear from your life. Take it from me. You have to make every moment count. No. But it's okay. I believe we can change our fate. If I didn't, I wouldn't be here. Yay! Gibt's jetzt noch irgendwas Schönes? Katzeham, neues Fragment. Drachenlederrucksack erhalten. Auch nicht schlecht. So, ich denke mal, unsere Freunde im Lager werden uns sicherlich super zuvorkommend sein. Irgendwann haben wir ihnen mit ihrem kleinen Problemchen geholfen. Die Gegner ignorieren besser. So, Jägersiedlung. Ja, einmal bitte zurück. Und hier werden dann auch in die Chronosphäre steigen, um dann zu Hope zu spazieren. Hope, was sag ich noch? Snow. So, reden wir doch mal mit unserer Chefin hier, Aubin. Oh, das Wetter ist auf jeden Fall wieder gut. Oh, er hat uns nichts zu sagen. Kein Dankeschön oder sonst irgendwas. Nein, wäre ja auch zu viel des Ganzen, ne? So, wird uns hier irgendwo angezeigt, wo wir hin müssen? Hm, nö, gut, okay. Das heißt, wir sollten hiermit fertig sein. Ja, in diesem Sinne, ab zur Chronosphäre. Ja, bitte. So, das haben wir erledigt. Und ab in den Sunslet Auenwald. Ching, Zeit und Erinnerung eingefroren in Kristall, bla. So. Ja, wieder eine wunderschön lange Ladesequenz. Ich habe euch die letzte einfach mal erspart, als ich das Spiel angemacht habe. Auch wenn die Intro-Sequenz ein klein wenig anders ist. Aber eigentlich ist es ziemlich Schwachsinn, euch das zu zeigen. Ich meine, ihr könnt ja jederzeit nachgucken, was ich als letztes gemacht habe. Und in den Parts hin und her springen, wie ihr gerade lustig seid. Das kann ich im Spiel leider nicht. Dafür gucke ich mir dann auch ganz gerne mal meine Videos an, um irgendwelche Infos zu erfahren. Ja. Das hat nichts mit Selbstverliebtheit zu tun. Okay. Was? Wo steckt Snow? Ich wusste, er hat einen Kampf alleine. Oh nein. Los, spring. So, wo haben wir dich denn? Ach, da haben wir dich. Oh, der ist aber ziemlich klein, habe ich so das Gefühl. Oh, den Weg sind wir auch noch nicht gegangen, den ich hier gerade spaziere. Der ist wirklich klein im Vergleich zu sonst. Dann werden wir uns natürlich gleich mal angucken, was der uns so zu bieten hat und ob er uns überhaupt irgendwas zu bieten hat. Geschockt. Und getoppt. Ding. Ah, jetzt kommt Snow ist gar nicht hier. Oder ihm geht's wundergut. Wir sind wieder im Kampf gegen Pudding. Mega Pudding. Kaiser Pudding. Ach nee, eigentlich war das ja Kaiser Pudding, aber jetzt ist das ein Mutanten Pudding. Na dann, dann heißt er jetzt diesmal so. Wenn es das großartig toller klingt. Oh, jetzt ist ein Schmollpudding. So. Ja, gleich den Schock hochjagen. Oh. Also. Ja, Rülpser. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir hatten diese Art von Kampf hier schon mal. Na gut, Augmentar, Manipulator. Die müssen jetzt erstmal hier ein bisschen hochpumpen. Joa. Au, 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 au. Was wird das denn, wenn es fertig ist? So, immer noch den Schock hochpumpen. Brecherverheerer, damit der Schock jetzt nicht, damit jetzt
der Serienbonus nicht zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber ich merke, der Pudding hält nicht viel aus und wird auch nicht viel aushalten. Aber ich habe auch gleichzeitig das Gefühl, wir werden uns damit ein physisches Problem in der Zeitkette auflegen. Oh, das war aber gerade ein fieser Blick von ihm. Achso, wir sind ja auch vergiftet. Cool, ich wundere mich die ganze Zeit, warum wir so übel viele Lebenspunkte machen. Gut, machen wir hier einmal ganz kurz die Ultra-Rettung. So, ich merke erst einen Schock. Dann gehen wir mal auf Brecher und Verheerer, damit wir den Schaden mal ein bisschen hochjagen. Und Katzam, wir haben gewonnen. Und bevor jetzt eine... Wow, damit habe ich jetzt nicht gedacht. Bevor jetzt hier eine ellenlange Videosequenz kommt, mache ich hier frühzeitig Schluss und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder.